In diesem Video geht es um das beste Schnittprogramm 2024. Und da kann man ja so sagen, in den letzten Jahren gab es so drei Hauptschnittprogramme, die so immer so die besten waren. Es gab einmal Final Cut von Apple, es gab Premiere Pro von Adobe und halt DaVinci Resolve von Blackmagic. Und das waren so die Hauptkonkurrenten, aber jetzt hat sich nun mal einiges geändert. 2024 haben jetzt einige Programme aufgeholt und um eins davon werden wir heute reden. Legen wir los. Einige werden es jetzt bestimmt auch schon hinten auf meinem Bildschirm abgelesen haben. Es geht heute um Wondershare Filmora. Und erstmal möchte ich jetzt hier erstmal eine kleine Geschichte erzählen, bevor ich mit dem Review von Filmora anfange. Denn bisher habe ich immer meine Videos mit DaVinci Resolve geschnitten. Das hat sich angeboten, denn DaVinci Resolve ist kostenlos. Es gibt zwar auch eine Studio-Version, die dann etwas kostet und das auch nicht gerade gering, aber man kann sie halt auch bis zu einem bestimmten Grad nutzen. Es gab all die Features, die man irgendwie brauchte, aber es war halt auch immer ein gewisser Zeitaufwand, denn das ist nicht alles auf einen Blick erstmal so erkennbar. Es gibt diese verschiedenen Tabs und mit einmal dem Color-Tab, wo man dann nur Color graden kann, mit einmal dem Musik-Tab, mit einmal diesem Effects-Tab und das ist ganz schön schwierig. Zum Beispiel für einen einfachen Greenscreen musste ich mir erstmal ein paar Tutorials angucken, denn das habe ich am Anfang echt nicht kapiert. Und dieses Problem löst jetzt die Schnittsoftware Wondershare Filmora. Und ich würde sagen, damit ich euch das Ganze jetzt zeigen kann, wechseln wir erstmal an den PC. So und schon sind wir in Wondershare Filmora drin. Jetzt würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit meinem normalen Verlauf, wie ich jetzt so mein Video gestalten würde. Wir müssten also zuerst mal unsere Medien hier in diese Mediathek reinladen. Und dazu klicken wir einfach drauf und wir können jetzt dann hier erstmal auswählen, unseren Ordner gucken, weil was da alles drin ist. Und können dann einfach auf Öffnen drucken. Jetzt gleich würde er uns fragen, ob wir Proxys entwickeln wollen. Das ist gut, wenn ihr noch keinen so guten Rechner habt. Ich brauche das nicht, ich komme auch so gut zurecht und ich würde euch das auch empfehlen, denn dann, das dauert nämlich erstmal noch so ein bisschen. Ich zeige euch gleich, wie ihr das dann auch einfach flüssig abspielen könnt, auch ohne, dass ihr hier diese Proxys erstellen müsst. Jetzt direkt am Anfang erstmal, ich will aber noch welche Sachen hier reinladen. Und bei DaVinci Resolve wäre es jetzt so, man könnte hier auch direkt einfach Oberordner in dieses Programm reinladen und er würde das dann auch in dann diese Unterordner und Oberordner dann auch dann sortieren. Das ist in diesem Programm nicht möglich, hier muss man halt die Ordner selber anlegen. Das ist ein Nachteil und das muss ich auch offen so sagen, aber im Endeffekt, man kommt auch ohne aus. Man kann jetzt auch mal eben schnell die Ordner anlegen. Ich zeige euch, wie das geht. Man drückt hier einmal ein, neuer Ordner hinzufügen. Jetzt können wir hier auch noch mal ein bisschen was reinladen, wenn wir wollen. Zum Beispiel hier meine YouTube-Inhalte, da habe ich dann zum Beispiel mein Intro drin. Und haben wir dann halt hier dieser selbst halt erstellten Ordner. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Als nächsten Schritt ziehen wir dann jetzt hier unser Video erstmal in die Timeline. Das kennt man dann vielleicht aus DaVinci. Wenn man das dann auf 4K eingestellt hat, dann läuft das gar nicht gut. Aber dann hier da stellt man das dann um auf halbe Qualität, dann halt hier diese Timeline-Qualität und dann läuft das dann auch viel flüssiger. So und jetzt sehen wir, wir haben in S-Log 3 gefilmt. Und hier muss ich auch direkt erstmal sagen, es kommt Color Grading-mäßig nicht an DaVinci Resolve ran. Ich würde es vielleicht mit den anderen Programmen wie zum Beispiel Final Cut oder Premiere Pro vergleichen, denn die haben auch noch nicht diese ganz hochwertigen Color Grading Features wie halt DaVinci Resolve. Color Grading wird damit auch schwieriger, jedenfalls was S-Log 3 angeht. Weil wenn man dann hier dann drauf geht, ist eigentlich auch ganz einfach. Du hast halt hier diesen Farbentab. Und wenn wir das jetzt hier einmal angucken, sehen wir, es ähnelt sehr Lightroom. Und du hast hier alle Regler, die es auch bei Lightroom gibt. Hier einmal Belichtung, Helligkeit, Kontrast, Glanzlichter, Schatten, Weiß, Schwarz, Weiß. Genauso wie in Lightroom. Du hast hier HSL, kannst die verschiedenen Farben einzeln anpassen, kannst die Farbtöne hier noch ändern. Das, was ich auch übrigens sehr nett finde. Das Einzige, was halt nicht hast, ist diesen Color Space Transform. Ich habe meine letzten Videos mit Wondershare Filmora geschnitten. Und ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist. Die Farben waren diesmal nicht wirklich perfekt. Es gab auch mal in dem ersten Video, was ich veröffentlicht habe, auch eine Art Banding, dass es halt diese kleinen Farbabstufungen gab. Und hatte halt noch am Anfang damit ein paar Probleme. Das war, weil ich halt in S-Log 3 gefilmt habe und es halt da einen schwierigen Workflow gibt. Wenn ich das jetzt mal eben mache, habe ich mir dann auch hier schon ein Preset angelegt, was ich auch gut finde. Kann man dann hier dann sich dann, wenn man dann einmal das gemacht hat, dann einfach abspeichern und das als Preset speichern. Und wenn wir dann hier drauf drücken, was ich halt hier eingestellt habe, ist ein bisschen halt Sättigung zu machen, einzustellen. Sieht man, man kann damit auch S-Log 3 halt
Color Grade. Nur es ist halt wirklich sehr, sehr viel schwieriger. Was ich euch empfehlen würde, ist, wenn ihr eine Sony-Kamera habt, filmt in dem S-Cineton-Profil. Das ist schon zum größten Teil gecolorgraded. Da fügt ihr dann noch ein bisschen Kontrast zu, noch ein bisschen Sättigung und habt ihr damit dann auch ein wunderschönes Image und habt dann nicht so viele Probleme dann hier mit S-Log3. Wie ich es dann auch in diesem Projekt hier gemacht habe, da habe ich in S-Cineton gefilmt und damit kann man dann auch schon wirklich viel, viel besser mit der Farbkorrektur arbeiten. Aber das war es jetzt erstmal mit dem langweiligen Color Grading. Denn das ist auf gar keinen Fall das, was Filmora ausmacht, denn diese Features zeige ich euch jetzt. Ich habe ja mit einem Mikrofon aufgenommen, in diesem Shure SM58, was ich auch jetzt gerade benutze. Ich muss es also immer synchronisieren. Das, was wir jetzt machen, ist, das runterzulegen und jetzt könnte man das auch auf dem normalen Weg machen. Man zoomt jetzt einfach ran, guckt halt genau, dass das drunter liegt und dann macht man das einfach auf dem Weg und macht dann einfach das obere Audio runter. Es gibt dafür aber auch noch einen schlaueren Weg in Filmora. Man kann hier nämlich einfach auf diese beiden Clips drücken, mit Rechtsklick dann einmal hier auf diese Ebene hier gehen und dann sieht ihr auch mal direkt dann schon Audio-Videosynchronisation. Und wenn wir jetzt hier drauf klicken, dann wird er dann einmal hier so ein bisschen gerendert und dann ist das danach einfach synchronisiert. Und man legt jetzt auch direkt schon hier, das liegt perfekt untereinander. Ich bin gerade gebufft. Ich weiß, im Endeffekt ist das jetzt auch keine große Arbeit, ein Video zu synchronisieren. Aber einfach darauf zu kommen, dass man sowas halt einfach einbaut, das ist einfach Hammer. Das erleichtert mir jetzt so viel, das finde ich grandios. Eine Sache, was ich jetzt dann als nächstes mache, ist halt hier diese ganzen Lücken rauszuschneiden. Ich mache auch Fehler, ich bin auch nur ein Mensch. Und man sieht halt auch diese ganzen Denkpausen, wo ich halt überlege, was ich noch sagen möchte. Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ich schneide das alles auch selber raus. Das, was ich bisher auch noch gemacht habe. Aber dafür gibt es auch etwas noch viel, viel Besseres. Man kann nämlich diese stillen Lücken, wo ich einfach nichts sage, einfach mit KI rausschneiden lassen. Und das kann man auch noch selbst anpassen, wie genau das jetzt sein soll, wie viel man Platz haben soll. Das ist einfach grandios. Das habt ihr bestimmt auch schon bei anderen Leuten schon mal gesehen, bei anderen Schnittsoftware. Das war bisher immer nur so ein kleines Feature, wo ich gesagt habe, ja, nutze ich lieber nicht, hinterher wird dann noch etwas Blödes rausgeschnitten. Aber ich habe das einmal benutzt und ich war gebufft, wie gut das funktioniert hat. Und das zeige ich euch mal eben, wie das geht. Man drückt hier also mit Rechtsklick drauf, geht hier runter auf Intelligenz Bearbeitungstool und dann auf Stille Erkennung. Und dann kommen wir hier auf dieses Fenster und wir haben jetzt hier erstmal drei verwirrende Einstellungsräder, die uns erstmal verwirren. Ich würde sagen, wir klicken aber erstmal auf Analysieren und gucken dann, was der hier erstmal rausrechnet. Und jetzt sehen wir hier, was der hier erstmal rausgeschnitten hat. Kann man reinzoomen und gucken erstmal, was der hier so für eine Arbeit geleistet hat. Können wir auch dann erstmal hier kontrollieren. Und jetzt zum Beispiel, in diesem Beispiel hat er das auch direkt schon sehr, sehr gut erkannt. Wir haben hier einmal das Ende, wo ich etwas sage. Heute stelle ich euch Wondershare Filmora vor. So. Und dann haben wir dann hier erstmal diese lange Pause, wo ich überlegen muss. Das ist hier zum Beispiel ein Streifen, wo ich einfach nichts sage. Und das fängt dann hier einfach an, wenn ich dann wieder widerspreche. Und falls einem dann jetzt die Einstellung nicht irgendwie klarkommen sollte, kann man das natürlich dann auch hier anpassen. Man kann sagen hier Mindestdauer, also wie lange soll der sprechen, wie lange nicht. Da kann man einfach ausprobieren. Falls also zu schnell abschneiden sollte, dann gibt es hierfür dann auch noch die Einstellungen, damit man das dann auch perfekt für sich einstellen kann. Und jetzt sehen wir hier, wir haben diese ganz vielen kleinen Clips. Und wir haben die ganze Arbeit, die wir sonst in einer halben Stunde bis Stunde selbst machen müssen bei einem längeren Video, haben wir innerhalb von 10 Sekunden selber erledigt bekommen. Also da werde ich verrückt, was für eine Zeit ich mir da hätte ersparen können. So, und jetzt haben wir dann auch schon mal den schwierigsten Teil erledigt. Das war es jetzt auch schon. Was ich jetzt noch bei meinen Videos mache, ist natürlich B-Roll einzufügen. Was ich mir dann vorher runtergeladen habe, zum Beispiel von irgendeinem Objektiv oder halt nochmal von irgendwelchen anderen Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich hier Wetter einblenden möchte, heute ist wirklich schönes Wetter, dann blende ich nochmal so eine kleine Filmsequenz ein, damit man auch unterhalten wird. Und wie ihr auch gerade schon rausgehört habt, ich muss das halt bisher mal runterladen. Und das geht hier in der Filmora, ist das direkt mit drin. Denn wie man hier sieht, gibt es hier oben eine Abteilung Stock Media. Und hier kann man dann jetzt auch einfach, gibt es dann schon eine Bibliothek mit Trends, die man dann hier benutzen kann. Hier wird einem dann zum Beispiel angezeigt so ein Filmlook, den man dann auch einfach drauf tun kann. Kann man jetzt einfach suchen nach zum Beispiel nach halt diesem schönen Wetter, was ich gerade erwähnt habe. Drückt man danach zum Beispiel dann auf Sonne und findet dann hier dann ganz viele kleine Medien mit Sonne. Genauer sein blauer Himmel. Und hier sehen wir dann auch zum Beispiel die Aufnahme, die ich letztens benutzt habe. Und wir können uns die einfach hier in unser Videoclip mit reinziehen. Dauert dann eine Sekunde und schon haben wir das dann in unserem Videoclip mit drin. Und wir müssen nicht diesen nervigen Schritt einfach noch haben, dass wir dann halt das uns aus dem Internet runterladen müssen. Das gleiche habe ich auch mit der Musik, denn manchmal lasse ich meine Videos auch ohne Musik, aber oftmals habe ich auch einfach eine kleine Hintergrundmusik, die ich dann einfach einfüge. Bei Filmora gibt es aber auch hierfür eine Lösung, die einfacher ist. Man hat ja nämlich auch einen Audio-Tab und man kann sich hier direkt schon Musik aus der Library rausziehen, wenn man hier etwas Besonderes sucht. Man kann sich aber auch Musik selber generieren lassen. KI ist heutzutage wirklich überall. Drückt hier einmal auf KI-gestützte Musik generieren, starten.
starten und man kommt hier auf so ein kleines Fenster. Hier soll ich so eingeben, was man haben will, fröhlich, traurig, aufregend und wir drücken einfach mal auf Starten. Und jetzt werden hier einem dann halt diese drei Musikclips erstellt, wie auch schon ungefähr in Photoshop euch dann diese drei Bilder generiert werden, wo ihr dann raus auswählen könnt. Das ging jetzt innerhalb von 10 bis 20 Sekunden, also schon erstaunlich schnell. Und jetzt können wir uns die ganzen einmal anhören, wir laden uns die erstmal runter. Bei der Bildschirmaufnahme habe ich jetzt leider keinen Ton mit eingestellt, deswegen blende ich sie euch jetzt mal eben hier ein. Ich finde, die Musik kann man benutzen. Wenn man jetzt mit den ersten Ergebnissen nicht zufrieden ist, kann man sich auch einfach noch eine generieren. Muss man einfach ausprobieren. Und jetzt haben wir 1,5 Minuten halt generieren lassen. Wenn man jetzt aber denkt, ich will das eigentlich noch länger haben, dann muss man bis jetzt halt immer dann hier irgendwie so Schnitte anzeigen lassen. Man muss halt genau an den richtigen Schnitten cutten. Irgendwie sich hier so eine Stelle raussuchen und halt kopieren. Das geht hier auch. Man kann sich hier zum Beispiel auch einfach hier diese Takte anzeigen lassen. Das geht dann einfach damit, indem man hier dann einfach sagt, intelligente Bearbeitungstour und Beaterkennung. Da macht er dann hier diese Beats rein. Was auch vollkommen cool ist, man kann dann hier auch dann selbst das einfach manuell cutten. Aber das geht auch viel einfacher, indem man dann hier einfach sich dieses Audio-Tool hier nimmt und dann einfach, zoomen wir mal raus, damit wir das auch gut sehen können, hier einfach das Ganze erweitert auf die Länge, die man haben will. Wir machen das Ganze mal auf 10 Minuten. Und wie man jetzt sieht, innerhalb von einer Sekunde haben wir jetzt hier von demselben Lied 10 Minuten mit null Aufwand. Aber das ist doch... Ich kann verstehen, dass manche Filmemacher denken, dass wir bald keinen Job mehr haben. Gut, kommen wir dann jetzt auch nochmal zu den weiteren kleinen Spielereien. Hier kann man sich dann nämlich jetzt auch dann einfach so welche klassischen Filmeffekte einfach dann reinziehen. Einen Schütteleffekt. Wenn man zum Beispiel sauer ist, dann möchte man das hier einfügen. Kann man dann hier einfach mal auf so einen Clip einfügen und schon wackelt dann dieser Clip, als wäre man ganz stark sauer gewesen. Lichteffekte finde ich hier auch noch sehr, sehr cool. Man kann hier nämlich so welche Glares hinzufügen. Machen wir das mal. Und schon sehen wir haben hier einen Sonneneinstrahl, der sogar vollkommen natürlich aussieht. In meinem eigenen Zimmer. Das ist doch mal Hammer. Oder auch das, was ich als Filmemacher ganz nett finde, ist hier diesen Anamorphic-Strahl einfach einzufügen. Das sieht jetzt in so meinem Zimmer nicht so realistisch aus, aber das kann man mal machen, so für den filmischen Look. Das ist doch irgendwie nett. Aber lassen wir nochmal eben so die Spielereien und gehen eher zu den Effekten, wo man sonst bei DaVinci Resolve wirklich viel Geld für ausgeben müsste. Nämlich, man hat ja nämlich auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel auch ohne einen Greenscreen einfach ausschneiden zu lassen. Man kann ja nämlich einfach hier auf dieses intelligente Freistellen gehen und kann man dann hier sich selbst einmal markieren, wie in DaVinci Resolve mit dieser Magic Mask und kann man dann sich selbst einmal markieren. Jetzt haben wir das noch einmal in beide Richtungen tracken lassen, damit wir auch wirklich das auf das ganze Video angewendet haben und haben jetzt hier sozusagen auch den Hintergrund einfach so ausgeschnitten. Aber was kann man jetzt mit diesem Effekt machen? Das zeige ich euch jetzt nämlich. Da gibt es nämlich ganz schöne Effekte. Hinter sich selbst einen Text haben will. Das machen ja manche YouTuber, sieht extrem cool aus. In DaVinci Resolve leider nur in der Studio-Version möglich. Jetzt habe ich hier nämlich mal eben diesen Clip hier einmal kopiert und nur auf den oberen hier einmal dieses Magic Mask angewendet hier. Und jetzt können wir nämlich dann hier einfach den hochschieben und hier zwischen einen Text einschieben, den es hier natürlich auch oben hier in diesem Tab mit drin gibt. Und schon haben wir jetzt den Text hier hinter uns selber. Ich sage ja, das ist einfach nur einfach. Und ich weiß nicht, wie die das nur machen können. Das Tracking, auch noch ganz wichtig, wie es auch in DaVinci Resolve vorhanden ist, das geht man dann hier auch einfach in diesen Videobereich mit rein. Hier Bewegungsverfolgung. Kann man jetzt hier auch einfach dann das haben, wo man es dann verfolgt haben will. Ich tue es einfach mal auf das Auge mit drauf. Und schon, wenn wir hier durchgehen, sehen wir einmal, da das Auge verfolgt. Können wir dann auch hier einfach dann wieder irgendwelche Effekte da drauf tun, irgendwelche Bilder daneben stellen, einfach dann verfolgen lassen. Können wir mal eben mit einem Text ausversuchen. Nehmen wir den gleichen Text wie gerade eben, tun den einmal hier drüber, schreiben wir nochmal eben Ben dazwischen, damit jeder weiß, dass ich Ben heiße. Und sagen hier, wo wollen wir das denn mit verknüpft haben? Keine, machen wir einfach mal mit Kunsttitel 25. Und schon haben wir jetzt unseren Namen hier mit meinem Auge getrackt. So nehme ich meine Videos auf und schneide ich sie. Und wie man halt gerade gesehen hat, wird mir das halt wirklich mit diesem Filmprogramm, mit halt nur mal Wondershare, Mora, mit den ganzen KI-Features wirklich sehr viel vereinfacht. Man spart sich hier wirklich eine Menge Zeit, wenn man hier so welche Features nutzt, wie zum Beispiel die Stilleerkennung. Und man hat hier einfach Spaß mit. Für den letzten Punkt, den wir besprechen müssen, gehen wir aber wieder auf die alte Sitzposition.
Wir müssen noch über den Preis reden. Denn so welche High-End-Features, die es sonst nur bei DaVinci Resolve Studio für 300 Euro gibt, die gibt es hier für günstiger. Wir reden hier von 60 Euro. Und wir haben hier auch keine kostenlose Version. Wir müssen also halt, wenn wir Filmora nutzen möchten, wirklich halt diese 60 Euro bezahlen. Finde ich das jetzt viel? Finde ich das zu viel? Nein, auf gar keinen Fall. Mit diesen Features, die ihr gerade gesehen habt, habe ich die ganzen DaVinci Resolve Studio Features in einem 60-Euro-Paket. Aber ich würde auch definitiv mehr für dieses Schnittprogramm bezahlen, denn es ist einfach so einfach und strukturiert aufgebaut, man muss sich hier keine Tutorials für angucken. Man hat hier einfach alles auf einen Blick und wenn man dann nochmal Fragen haben sollte, dann gibt es auch nochmal einen künstlichen Intelligenz, sozusagen Co-Pilot, der euch dann bei allen Fragen helfen kann. Den könnt ihr dann auch zum Beispiel sagen, ey, hilft mir dieses Video zu color graden und der macht das dann für euch. Habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, habe ich auch noch nicht ausprobiert, aber das ist bestimmt auch ein Hammer-Feature. Und ja, dieses Video ist gesponsert, aber hier auch nochmal eingeblendet. Ich habe gefordert, dass ich in diesem Video meine freie Meinung sagen möchte und da haben die mir das volle Recht zugegeben. Ich habe hier meine freie Meinung zugesagt. Das Einzige, was ich halt an diesem Schnittprogramm wirklich nicht so gut finde, ist halt dieses Color Grading. Wie gesagt, Lösung ist einfach, filmt in Cinetone. Da würde ich sogar fast sagen, das könnte das beste, so das werteste Schnittprogramm 2024 sein. So, das war's jetzt aber erstmal mit dem Video. Was haltet ihr von Filmora? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mich würde es wirklich sehr interessieren. Habt ihr das vielleicht auch schon? Wie gesagt, ich verabschiede mich. Ciao.